Ja, ein wichtiges Thema, spannendes Thema und deswegen haben wir Besuch im Studio bekommen. Frank Schäffler ist bei uns, Bundestagsabgeordneter für die FDP, beschäftigt sich viel mit Energie. Sie haben auch am Wochenende auf dem Parteitag den Antrag eingebracht, der noch mal ganz deutlich sagt, die Verbote wollen Sie rausbekommen aus diesem Gebäudeenergiegesetz. Nun ist es so, wir haben es im Beitrag gerade gehört, SPD, Kevin Kühnert, auch von Omid Nuripur war das noch mal zu hören. Wir haben uns in der Koalition bereits darauf verständigt, sowohl im Koalitionsvertrag als auch im 30-stündigen Koalitionsvertrag. Letztens. Warum ziehen Sie da jetzt zurück, wenn die Sachen vereinbart sind? Sind Sie Opposition innerhalb der eigenen Regierung? Nein, meine Parteispitze hat ja im Koalitionsausschuss auch Bedenken angemeldet. Und gleichzeitig haben die Kabinettsmitglieder ja auch deutlich gemacht, dass sie das Gesetz in dieser Form ablehnen durch eine Protokollerklärung. Und der Parteitag, das höchste Gremium der FDP, hat das auch fast einstimmig so beschlossen. Aber Sie haben doch trotzdem zugestimmt, ja, da sind doch Unterschriften drunter. Wir haben auch zugestimmt, dass wir 400.000 neue Wohnungen in diesem Land bauen wollen. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Und dieses Gesetz wird dazu führen, dass das eher erschwert wird und dass das nicht stattfinden kann, weil viele Investoren nicht mehr in Immobilien investieren werden. Ja? Und Menschen sich ein Eigenheim in dieser Form nicht mehr leisten können, wenn die Wärmepumpen im Preis sich verdoppeln. Jetzt aufgrund der aktuellen Situation wird keiner mehr in eine neue Wohnung investieren. Herr Schäffler, trotzdem ist es natürlich so, jetzt kann ich laut dagegen sein, auch wenn ich was unterschrieben habe, weil ich mit der Ausführung oder zumindest mit der theoretischen Ausführung nicht zufrieden und einverstanden bin. Das ist erstmal sehr einfach. Aber hätten Sie denn die Konzepte, die Ideen, also die FDP, wie es anders laufen müsste, dass eben diese Preissteigerungen, von denen alle sprechen und die sehr emotional diskutiert werden, für die Endverbraucher ja vor allem, dass die eben nicht zustande kommen? Wie will man es denn besser machen? Naja, wir wollen das Klimaziel natürlich erreichen, aber das wollen wir natürlich möglichst preiswert erreichen. Und da ist der Emissionshandel das richtige Instrument. Ich sag mal, jetzt wissen wir, dass durch dieses Gesetz wahrscheinlich die eingesparte Tonne CO2 €1.200, €1.300 kostet. Ja, zurzeit im Zertifikatehandel im europäischen kostet eine, im ETS-Handel kostet eine eingesparte Tonne CO2 €100 zurzeit. Also wir ein Vielfaches dessen geben wir aus, um letztendlich ein Ziel zu erreichen. Das ist doch totaler Quatsch. Also wir müssen doch gucken, dass wir die Gelder der Bürger und des Staates möglichst effizient einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Das Geld ist ja nicht beliebig vermehrbar. Also deshalb glaube ich, muss man das wieder vom Kopf auf die Füße stellen, was hier geschieht. Und das werden wir auch tun. Wie? Ganz kurz, nur wie? Durch Verhandlungen. Das Gesetz wird ja jetzt erst eingebracht. Mhm. Das Kabinett hat dieses Gesetz jetzt durchgewunken. Das wird jetzt Ende Mai in den Deutschen Bundestag kommen. Und dann wird verhandelt. Ja, verhandelt. Aber Sie müssen doch eine Idee haben, wohin verhandelt wird. Was wollen Sie denn tun? Wie wollen Sie es denn erklärbar machen? Wir wollen keine Verbote, sondern wir wollen einen Emissionshandel wirken lassen. Ja, das also ist der ja Markt das, regelt, um es mal knapp zu genau, sagen. Damit die Menschen am Hand des Preises erkennen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Jetzt entscheidet der Habeck, was sich lohnt und nicht lohnt. Und die Menschen sind so vielfältig. Das Gesetz hat jetzt schon einen Umfang von über 100 Seiten. Ich gehe mal davon aus, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann wird sich das mindestens verdoppeln. Am Ende brauchen Sie jemand, der sich im Heizungsrecht auskennt, einen Fachanwalt, damit Sie am Ende richtig sind. Und das kann doch nicht das Ziel sein. Wir machen doch Politik das mit für die Menschen. Nicht. Das stimmt. Wir machen doch Politik für die Menschen und das ist aus meiner Sicht wird das völlig außen vor gelassen, denn über 80% der Menschen lehnt das ja ab, was jetzt da vorliegt. Ich würde gerne bei Ihnen noch mal bleiben bei dem Thema Emissionshandel, Zertifikatehandel. Da gab es ja auch einen Antrag zu auf Ihrem Parteitag am Wochenende. Die Parteibasis hat dem auch zugestimmt. Also man will das Ganze für den Gebäudesektor vorziehen, die Bepreisung von 2027 auf 2024. Hat hinterher Ihr Chef Christian Lindner direkt wieder kassiert. Und ich habe noch mal eine Äußerung auch gefunden von Ihrem Energieexperten in der Partei, Herrn Köhler, der sagt, welche Technik Immobiliensitzer verwenden, sollen sie selbst entscheiden. Denn sie können ja wissen, dass das Erdgas wegen der sinkenden Menge der CO2-Zertifikate teurer wird. Genau. Ist das nicht aber ein Punkt? Sie sind unglaublich laut in der Diskussion, sich über Verbote aufzuregen und die Grünen anzuschießen, aber sind sehr leise in der Debatte zu sagen, liebe Leute, und das müssen die Bürgerinnen und Bürger doch wissen, wenn sie eine Entscheidung treffen, wie sie sich aufstellen, das wird teuer, so eine Gasheizung irgendwann wird richtig teuer. Aber das ist doch unstrittig, das habe ich doch gerade auch gesagt. Das ist ja genau unsere Botschaft, dass das sukzessive teurer wird über den Zertifikatehandel. Aber jetzt entscheidet ja faktisch Herr Habeck, ob ich eine Wärmepumpe kaufe,
kaufe oder ob ich meine Ölheizung, eine Ölheizung mir einbaue und quasi Zertifikate kaufe, damit ich die CO2-Emissionen dieser Ölheizung kompensiere. Ja, das entscheidet jetzt Herr Habeck, der sagt, nee, du darfst aber nur die Wärmepumpe einbauen, nicht mehr eine Ölheizung. Und das halte ich für völlig falsch, denn wir wissen doch nicht, ob die Ölheizung irgendwann künftig mit, ja, biogenen Kraftstoffen beheizt werden kann. Das kann doch genauso CO2-neutral sein. Also deshalb ist das völliger Quatsch, weil die Wärmepumpe wird doch, das wissen wir doch, jetzt aktuell im Wesentlichen mit Kohlestrom beheizt. Das ist doch nicht energetisch vernünftig. Jetzt, das wird natürlich sich ändern. Ne? Aber das Gesetz kommt ja zum 01.01.2024, sollte diese Regelung geben. Gelten. Und da gilt ja immer noch, dass wir sehr wahrscheinlich im Wesentlichen mit Erdgas und Kohle unser Stromnetz betreiben. Herr Schäffler, sind Sie positiv gestimmt, dass dieser Streit tatsächlich beendet werden kann? Einvernehmlich, wenn das nicht gelingt, weil die Positionen sehr verhärtet erscheinen momentan. Was passiert denn dann? Naja, wichtig ist erstmal, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Also das Gesetz muss akzeptabel sein. Es muss auch Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Dazu muss es die Bevölkerung verstehen. Und das ist ja genau. Der hohe Faktor. Genau. Ja. Keiner weiß eigentlich mehr, was er tun und machen soll. Die Bevölkerung hat durchaus ein Gefühl dafür, sonst wären die Umfragen nicht so, wie sie sind, dass das Gesetz in der jetzigen Form eine Katastrophe ist. Für viele Immobilienbesitzer, auch für Mieter im Übrigen, die das ja auch teilweise über die Modernisierungsumlage bezahlen müssen. Da geht es dann darum, kann eine vierköpfige Familie mit 3.000 Euro Einkommen, können die in den Urlaub fahren oder nicht? Das ist die Frage. Und da ist mein Gefühl, dass es dafür keine Akzeptanz gibt. Herr Schäffler, aber auch, weil die Rhetorik an Teilen auch aus Ihrer Partei sehr massiv ist. Weil teilweise, es gibt ja Berichte von vielen Heizungsinstallateuren, die sagen, die Kunden, die haben Angst, dass Herr Habeck am nächsten Januar kommt und die Heizung rausreißt. Das ist ja nicht der Fall. Naja, gut, im ursprünglichen Entwurf war das tatsächlich der Fall in extremen Fällen. Ja? Aber wir ist, haben ja das nicht mehr, ist ja, ja der faktische Stand weil, nicht mehr. Ne? Weil die FDP natürlich in der Verhandlung das jetzt schon ein Stück weit entschärft hat. Aber es reicht aus meiner Sicht eben noch nicht aus. Sondern es muss natürlich weitergehen. Ich will es noch mal sagen, das Ganze muss bezahlbar sein. Es geht ja auch darum, dass die öffentliche Hand das machen soll. Ja? Herr Lauterbach möchte die Krankenhäuser außen vor lassen. Die Bundeswehr mit ihren Liegenschaften ist auch schon außen vor. Ja. Privaten sollen es alle bezahlen, aber der Bund macht sich einen schlanken Fuß. Ich glaube, das kann nicht richtig sein. Wir werden sehen, wo diese Auseinandersetzung hinführt. Und wir werden uns möglicherweise hier im Studio wiedersehen. Herr Schäffler, danke für das Gespräch. Gerne. Danke Ihnen.